Hi Leute, willkommen bei meinem neuen Video. Heute geht es, wie ihr im Titel lesen könnt, um PHP-Behandlung. PHP, für alle, die es nicht wissen, bedeutet, ich muss es kurz ablesen, Platelet-Rich Plasma, PRP. Auf Deutsch so viel wie plättchenreiches Plasma. Und das ist eine Eigenbluttherapie, sprich, dir wird Blut entnommen, dann werden rote Blutkörperchen vom Blutplasma getrennt, denn das Wichtige ist das Blutplasma. Das Blutplasma enthält viele Wachstumsfaktoren, viele Blutplättchen und viele Proteine, die dafür sorgen, dass die Zellen erneuert werden, verjüngt und fördert die Zellregeneration. Das heißt, drei wirklich sehr, sehr wichtige positive Effekte, die ja ursprünglich wurde die PHP-Behandlung für Haarausfall gemacht, sprich nach einer Haartransplantation, um das Zellwachstum Quatsch, das Haarwachstum, die Haarerneuerung zu fördern. Das funktioniert so gut, dass man später auch merkte, dass es auch schon bei Haarausfall wirkt, sprich vorbeugend für eine Haartransplantation möglich ist. PHP ist so effektiv, dass es in der Sportmedizin eingesetzt wurde, bei Fußballvereinen, Basketballvereinen, Tennisspielern. Das Problem an der Sache ist, dass es diese Wachstumsfaktoren, die im Blutplasma enthalten sind, so viele dann quasi waren, also dass es quasi natürliches Doping ist. Natürlich, das ist eben absolut ungefährlich und absolut zu empfehlen. Das ist eine super coole Sache, so wie ich es gelesen habe. Und wirkt im Prinzip genauso wie künstliches Doping. Das Problem ist, dass man die Wachstumsfaktoren, die natürlichen und die künstlichen, nicht unterscheiden konnte und das deswegen tatsächlich bis 2011 als Dopingmittel galt. Mittlerweile hat man Wege gefunden, dies zu unterscheiden. Und ganz ehrlich, PHP, natürliches Doping, klingt einfach mega cool. Deswegen bin ich super gespannt darauf, wie es bei mir funktionieren wird mit den Haaren. Soll ja auch, wie gesagt, dafür sorgen, dass die Haare auch dicker werden, dass ein paar mehr wachsen und vor allen Dingen der Haarausfall gestoppt wird. Deshalb bin ich sehr, sehr gespannt, wie das bei mir funktioniert. Wenn ihr wissen wollt, wie PRP funktioniert, wie eine komplette Behandlung ist, wenn ihr eventuell noch ein, zwei Sachen von einem Arzt mal hören möchtet, dann abonniert meinen Kanal. Ich werde wieder eine PHP-Behandlung machen, werde alles festhalten auf Video. Wenn ihr also nichts verpassen wollt und interessiert daran seid, bleibt dran, abonniert, dann verpasst ihr auch kein Video dazu. Wichtig wäre wohl noch die Dauer. Da habe ich gelesen, es dauert zwischen 40 und 45 Minuten, so, also eine gute Dreiviertelstunde dauert wohl so eine Behandlung. Und das sind in der Regel 3 bis 6 Behandlungen über einen gewissen Zeitraum zwischen 1 bis 3 Monaten, immer zwischen den Behandlungen Unterschied, sind nötig. Dementsprechend, wie gesagt, bin ich sehr gespannt. Das ist ja auch wieder ein etwas längerer Prozess, wie sich das Ganze entwickelt und ob meine Haare tatsächlich dicker werden und vielleicht auch noch dadurch ein bisschen dichter. Also wenn die Haare dicker werden, sieht es eh dichter aus. Dementsprechend wäre das schon zufriedenstellend für mich, wenn die Haare einfach nur dicker werden, weil ich unglaublich dünnes Haar habe, schon immer gehabt habe. Eine wichtige Sache habe ich gerade nochmal gesehen, weil ich mir ein paar Stichpunkte gemacht habe, eben um nicht zu vergessen, und jetzt hätte ich es fast vergessen, zum Glück habe ich es gerade gesehen. Wichtig ist, und daran erkennt man auch einen guten Arzt oder keinen guten Arzt, circa 7 Tage vor einer PRP-Behandlung sollte man keine Schmerz- und Rheumatabletten mehr zu sich nehmen, denn die hemmen die Blutplättchen, die wichtig sind für die PRP-Behandlung. Sprich, sollte ein Arzt euch nicht darauf hinweisen, würde ich es nicht bei ihm machen. Denn, wie gesagt, der Erfolg ist dann gehemmt und nicht mehr 100% gegeben. Ein guter Arzt sollte es also sofort in der ersten Besprechung schon erwähnen. Wenn er es macht, wunderbar. Wenn nicht, Arzt wechseln, ganz ehrlich. Eine Sache noch ganz kurz, also dieses Blutplasma, dieses PAP, wird mit einer feinen Nadel, mit einer kleinen Spritze in die Haut initiiert. Ja, also das heißt, ihr bekommt wieder viele, viele Spritzen gespritzt. Ja, es wird wohl, wie ich gelesen habe, an die Haarwurzel direkt gespritzt. Davon gibt es ja einige. Dementsprechend auch der Zeitaufwand, 45 Minuten. Ich bin gespannt. Ich habe jetzt nirgendwo etwas darüber gelesen, ob vorher wieder irgendwie die Kopfhaut betäubt wird. Bin ich sehr gespannt drauf. Wie gesagt, ich habe jetzt auch demnächst einen Termin. Also es geht jetzt wirklich bald los. Bleibt dran. Und da werdet ihr alles nochmal erfahren. Das war jetzt wirklich ein reines Theorievideo. Alles, was ich dazu im Internet gefunden habe. Ich habe dazu auch einen Gastblog geschrieben auf haarausfallen.de. Ja, unten unter dem Video wird es nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr gerne mal raufklicken und euch nochmal durchlesen ganz in Ruhe, wenn ihr nicht alles jetzt mitbekommen habt.
Wie gesagt, ich durfte einen Gastbeitrag schreiben, werde ich auch dementsprechend jetzt zukünftig öfter machen dürfen. Deshalb wäre echt cool, wenn ihr mich da ein bisschen supportet und einmal alle auf den Link klickt, um die Seite mal richtig zu pushen, damit die Leute sehen, ey, der Mike hat eine große Fanbase, hat echt was Cooles am Start, hat eine große Reichweite. Wäre eine coole Sache, wenn ihr mich da ein bisschen unterstützen würdet. Wie gesagt, reines Theorievideo jetzt gewesen. Demnächst kommt wieder ein Praxisvideo, dann geht die PRP-Behandlung nämlich los. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Aktueller Haarstatus könnt ihr sehen. Das war's von mir. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Mike. Ciao.